So, wir haben uns jetzt vor kurzem angeguckt, Beckys 5 Ideen für ein Aquarium oder so. Und da ging es unter anderem mal wieder um so ein Drop-Off-Aquarium, was irgendwie immer mal wieder thematisiert wird, bei dem ich mir nicht 100% sicher bin, was ich denn eigentlich davon halten soll. Ich habe von einem von euch mal wieder, von einem von euch Schlingeln, eine Idee bekommen, beziehungsweise jemand hat mir seinen eigenen YouTube-Channel geschickt und gesagt, dass er sich freuen würde, weil er immer die Reactions guckt, dass ich auch mal auf seine Sachen reagieren würde. Und das ist hier Dennis Reeve. Und der hat, glaube ich, irgendein anderes Video von sich geschrieben. Ich glaube, hier nur Tank-Update-Probleme über Probleme. Wir haben uns aber schon so viele Problemvideos angeguckt. Ich würde mir ganz gerne mal einfach seine Beckenvorstellung angucken. Die habe ich nämlich jetzt gerade schon ausgewählt. Vor 8 Monaten hat er die gepostet und er scheint ein Drop-Off-Becken zu haben. Und ich gehe mal stark davon aus, dass das Acrylglas ist. Und vielleicht würde es ja bei mir passieren, dass ich auch eines Tages mal eine XXL-Variante eines Meerwasser-Aquariums machen werde. Eines Tages, vielleicht. Eines Tages hört sich so weit weg an. Vielleicht passiert das ja auch schon bald. Das ist auf jeden Fall noch nichts geplant, aber ich hätte auf jeden Fall Bock. Und dann ist die Frage, würde für mich so etwas wie ein Drop-Off-Becken in Frage kommen? Vielleicht klärt sich das jetzt nach der Beckenvorstellung vom Designer-Aquarium hier vom Dennis Reeve. Wir gucken mal rein. Oh, Quali? Könnte man noch ein bisschen hochschrauben. Ach, das Intro hat nur so eine schlechte Quali. No front, aber die war echt sehr verpixelt. Oder hat sich das noch nicht aktualisiert? Egal. Ja, hallo, liebe Meerwasserfreunde. Moin. Ich bin's wieder, euer Dennis. Dennis aus Hürth. Nein, no front. Aber Dennis ist leider genau wie Kevin einfach so ein negativ behafteter Name, weil sich immer darüber lustig gemacht wird. Ein Update gefragt von meinem Designer-Aquarium und ja, aktuell habe ich gerade Urlaub. Ab wann ist ein Designer-Aquarium... Also ab wann ist ein Aquarium ein Designer-Aquarium eigentlich, weil das jetzt als Designer-Aquarium betitelt wird, sobald es eine Maßanfertigung ist? Ist es dann schon, ist das XXL-Aquarium ein Designer-Aquarium? Ich habe schon einiges jetzt die letzten 2-3 Tage wieder geschafft und bin gerade auf dem Stand, wo ich sagen kann, dass ich euch das Becken mal ein bisschen zeige. Auch wenn noch nicht alles fertig ist, das wird jetzt in den nächsten Tagen beziehungsweise in den nächsten Wochen passieren. Es sieht auf jeden Fall sehr, sehr frisch aus. Kann man schon hier hinten an den hellen Steinen sehen. Das heißt, ihr werdet wahrscheinlich auch eine Art Riffkeramik oder so. Unechtes Riffgestein, also kein biologisches. Ihr wisst doch, was ich meine, genommen haben. Und die Korallen und so weiter sehen auch noch relativ frisch aus. Also das Ganze möchte ich in verschiedenen Videos jetzt machen. Beziehungsweise splitten, dass ich euch jetzt erstmal oben alles zeige, dann im nächsten Video zeige ich euch unten das Technikbecken und so weiter, weil es einfach dann zu krass lang wird und Überlänge und... Ach, mit richtig viel Action und Power und krassem Schnitt kriegt man schon viel untergebracht in so einem 20-Minuten-Video. Ich denke mal so 10-Minuten-Videos, 12-Minuten-Videos sollten besser sein, okay sein und... Hat ja gut geklappt. Also, dann kommt doch einfach mal mit. So, ihr Lieben, ich fange am besten gleich erstmal... Ah, das ist nicht nur ein Drop-Off, wie man das kennt, dass hier der tiefe und da der flache Bereich ist, sondern es geht, glaube ich, auch noch um die Ecke, ne? Hier an der Kante an. So, in dieser Größenordnung finde ich Drop-Off dann vielleicht doch geil. Sicher bin ich mir noch nicht, aber in so einer Größe, wo auch wirklich hier so etwas größere Fische drin rumschwimmen können und so... Dann finde ich, macht es das Ganze sehr interessant irgendwie. Ich weiß nicht, ob ich einen Filter draufballern soll. Wartet mal ganz kurz. Ja, baller mal drauf. Ja, wir haben heute Samstag. Aktuell haben wir 25 Grad. Die Lüfter der G5-Lampen rennen natürlich. Das heißt, man kann richtig laut die Lüfter von den Lampen hören. Upturn. Gehen wir erstmal zum Aufbau. Also das ist natürlich ganz cool hier, dass die Kabel jetzt diesmal hier von diesen, ich glaube, ist das, was war das nochmal, Vortec-Pumpen oder sowas, Vortec, dass die Kabel außerhalb sind. Ich meine, jetzt hier von der Seite sieht es nicht ganz so schön aus, aber ich denke mal, die Seite hier steht eher so am Rand des Raumes, schätze ich jetzt einfach mal. Und wenn man dann von innen schaut und auch hier die hinten von innen sieht, ist es natürlich sehr, sehr schön, dass die Kabel so passiv dahinter verlegt sind. Im Vergleich jetzt zum Beispiel hier zu der Tunze, die ich jetzt auch habe, das ist genau die gleiche, wie die ich auch besitze, wo das Kabel und alles drin ist. Die nimmt natürlich viel mehr Platz weg. Und mit dem Kabel auch noch optisch. Aktuell sieht es bei mir halt so aus. Warum habe ich das so gemacht? Ich habe die ganze Zeit, also bin ich ganz ehrlich, ich habe die ganze Zeit überlegt, was ich mache. Das Aquarium stand und erst dann hat er sich angefangen zu überlegen, was er macht, okay. Kann aber natürlich auch Spaß machen. Aber ich hätte wahrscheinlich schon
Ja, vorher alles durchgeplant. Ich weiß gar nicht. Ich finde es auch cool eigentlich, das sich so entwickeln zu lassen. Ist aber natürlich der deutlich schwierigere Schritt, so dieses Nach und Nach aufbauen. Ich wollte erst wieder was mit Riffkeramik machen. Ich wollte dann Ist was es jetzt? mit Riffästen machen und das hat mir aber alles irgendwie nicht gefallen Und was ist das jetzt? Totes Riffgestein? und ich wollte einfach nicht wieder das machen, was alle machen im Moment. Also viele machen ja sowieso was mit Riffästen, solche Flying Reefs, sage ich jetzt mal. Die sind lauter als von Tunze, die Pumpen. Okay, ich finde, die Tunze sind mir ja schon fast zu laut, aber ich bin auch übelst empfindlich und bin aus dem Süßwasser anderes gewohnt. Also ich habe alles komplett, alles, den ganzen Aufbau habe ich alles mit Harz geklebt. Also ich werde auch nichts anderes mehr nehmen. Also dieses Harz, das bin ich durch Florian, ein Kumpel von mir, gekommen. Der hat mir das gesagt. Der hat das alles auch mit Harz geklebt. Ich werde hier mal ein bisschen durchskippen, weil ich sehe gerade, dass das Video 19 Minuten lang ist. Ich will mir einfach mal so einen Eindruck verschaffen von dem ganzen Scape, von dem ganzen Aquarium. Hier auch nochmal ein neues, separates Video. Dann zeige ich euch mal, wie ich meine Scheiben putze. Scheiben putzen, komplett Acryl, bei der Größe. Oh, und ich kenne es ja im Meerwasser, dass da, dass man da schon spätestens alle 3 Tage, eher so alle 2 Tage die Scheiben sauber machen muss. Das bietet natürlich unfassbar viel Saubermachfläche. Natürlich schon krass, ne? Und ja, dann gehen wir mal hier rüber. Also wie gesagt, ist noch nicht alles. Tatsächlich, es geht richtig um die Ecke Also hier. dahinter steht auch noch eine Agro, die will ich noch teilen. Muss ich noch kleben, da dort hinten. Das habe ich jetzt auch nachträglich erst die Steine reingemacht. Da habe ich Zoas hingeballert, hingeklebt. Da würde ich mal gucken, da würde ich mal so eine kleine Zoas-Ecke machen. Warum steht jetzt hier die Euphilia in so einem Töpfchen drin? Ja, dann gehen wir mal rum hier. So, das ist, also wie gesagt, ich gehe mal weiter zurück. Ah, tatsächlich sieht man, geht es der Raum daher noch ein bisschen weiter. Also man kann so ein bisschen die Seite schon sehen. So, das ist die Frontansicht aktuell. Ja, ich finde, das macht es unglaublich interessant, da reinzugucken. Man hat so diese Tiefe, sowohl von oben nach unten als auch in die, also die eigentliche Tiefe. Man hat Höhenvariation, man hat Tiefenvariation und so. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt, ich finde halt immer, dass wenn man jetzt diesen Teil hier beobachtet, dass das nach unglaublich wenig Aquarium aussieht und nach extrem viel Unterschrank. Und das stört mich so ein bisschen. Das hier sieht viel geiler und nach viel mehr Aquarium aus und finde ich dann viel schöner. Und hier denke ich mir so, hier ist nur so klein. Das nervt mich so ein ganz kleines bisschen. Ich habe auch gerade überlegt, wie es wäre, einen Drop-off zu machen mit einem stetigen Gefälle anstatt so einer krassen Stufe. Also so wie es im Riff auch wirklich ist, dass es so immer steiler ist. Ne? So, also, ne? Aber dann kann man ja gar nicht mehr mit Bodengrund arbeiten, was mir hier jetzt auch schon wieder fehlt. Ich habe mir auch wieder Videos angeguckt von meinem Aquarium ohne Bodengrund und denke mir im Nachhinein, was habe ich da gemacht? Warum habe ich nicht viel früher Bodengrund reingemacht? Also, ich werde ja immer bei vielen Sachen irgendwie kritisiert und so und denke mir dann im Nachhinein, nee, das hatte schon Grund, ich wollte das halt so und so machen. Aber mit dieser Bodengrundsache jetzt im Nachhinein, weil ich irgendwie Angst hatte, dass sich da irgendwie Phosphatdepots bilden oder so, weil man das so gehört hat, das war ja schon viel zu weit in die Zukunft gedacht und viel zu verkopft. Und Bodengrund sieht viel, viel schöner aus. Auch hier fände ich so viel schöner mit Bodengrund. Ich weiß gar nicht, ob das so 100% gehen würde oder ob der nicht teilweise so da links runterfallen würde, aber das würde sich bestimmt mit einer kleinen Kante oder so. Da gibt es bestimmt Optionen, wie man das Ganze machen kann. Da würde es auf jeden Fall viel schöner aussehen. Und wenn man so einen städtischen Übergang hat, anstatt so eine Stufe, dann würde Bodengrund natürlich nicht gehen, ne? Dann würde der ganze Sand halt nach unten rutschen. Das wäre natürlich dann nicht so geil. Vielleicht würde es auch noch andere Nachteile bieten, die ich gerade nicht so richtig auf dem Schirm habe. Aber, wo ich drauf jetzt, um zum Punkt zu kommen, ich finde, das sieht unglaublich interessant aus und ich kann mir vorstellen, dass es richtig, richtig viel Spaß macht, davor zu sitzen. Ich merke das schon bei diesem kleinen Aquarium, wie ich da wie so ein Autist teilweise 3 Stunden Real Talk vorsitze, von der einen Seite, dann gucke ich von der Seite. Ich habe eigentlich nur 2 Seiten, von der ich drauf gucken kann, von vorne und von der rechten Seite. Und wenn ich dann irgendwie nach einer halben Stunde mit der einen Seite fertig bin, setze ich mich auf die andere und gucke da wieder eine halbe Stunde zu und habe dann wieder Bock, mich auf die andere Seite zu setzen. Und hier hat man ja so viele Seiten, von denen man da reingucken kann, wo es Spaß macht. Da würde ich ja den ganzen Tag vor verbringen, da würde ich ja gar nicht mehr klarkommen. Aber irgendwie auch geil. Vor allen Dingen dadurch, dass Acryl ist und diese Kanten so schön aussehen und so, aber das Putzen würde mir halt gar keinen Spaß machen. Also hier den Bereich vorne, die liegen jetzt auch erstmal alle so Da liegt alles sehr random geerntet, rum, ne? sag ich mal. Will ich auch alles mit Monty, flach wachsende Montys machen. Ah, ich fände Bodengrund schöner. Die ganz rechte, die war in meinem Ablegerbecken, die war richtig total abgedunkelt. Also die hatte kein Licht abgekriegt und wie ich die in mein Ablegerbecken aufgelöst hatte, also Wie der Nemo da leuchtet, Alter, krank. sprich die Sachen wieder hier reingemacht habe, habe ich erst das Fiasko gesehen. Die war total, was war die? Die war einfach nur braun. Aber
Wie ihr seht, Kommt sie wieder. kommt wieder und sie wird jetzt so leicht, jetzt ist sie ist so pastellbläulich ist sie. Sieht auf jeden Fall ganz cool aus. Und was ich eben noch vergessen habe zu sagen, wir haben ja wieder diese Klobrille und die erleichtert das ganze Putzgeschehen und die ganzen, oh mein Gott, das ist im Süßwasser ja schon nervig. Was wird man denn hier oben bei dieser Klobrille für eine kranke Salzkruste haben? Und warum ist ja eigentlich so viel weniger Wasser drin? Ach, muss wahrscheinlich wegen dem Ablauf und so, ne? Boah, ich weiß nicht. Das hat so viele Nachteile auch. So, dann machen wir das mal so, damit ihr das mal seht. Das ist jetzt so der... Ja, guck mal, die habe ich auch hier, die Chalice. Der SPS-Bereich, sage ich mal. Also hier will ich eigentlich fast nur auf den Stein SPS hinballern, dass ich hier meinen SPS-Bereich habe und dort will ich dann alles mit Weichkorallen noch... Also da wird alles noch viel, viel passieren, hier in dem Bereich mit Weichkorallen. Das ist natürlich auch teuer, so ein großes Aquarium einzurichten. Ich überfliege das nun mal gerade so ein bisschen, weil mich einfach vor allem das Aquarium an sich interessiert. Zulauf ist, wie gesagt, aktuell so. Also an beiden Seiten Zuläufe und die Abläufe sind durch so ein Gitter hier in der Mitte geregelt. Und der Ablaufschacht ist ja auch quasi im Winkel drin. Würde bedeuten, der hat natürlich die Dicke des Ablaufschachtes. Also die Dicke des Ablaufschachtes ist auch der Abstand, wo das Aquarium von der Wand entfernt ist. Das heißt, wir haben hier so einen kleinen hohlen Bereich noch dahinter. Die Frage, wie cool das aussieht, wenn man von den Seiten reinguckt. Aber hier sieht es so aus, als würde es so, wie es jetzt im Raum steht, würde man das nicht so extrem von den Seiten angucken, das Aquarium. Ich sag also aber noch so viel dazu. Also ich würde es auch... Ich hab das. Kann man das nicht anders machen, dass die Zuläufe durch das Aquarium, ich meine, das ist ja schon Acryl, hätte man da nicht auch so durch Dinger machen können, dass da Rohre durchlaufen, anstatt dass das oben drüber gebogen ist? Das ist irgendwie nicht so schön, oder? Das war mein größter Fehler. Also das ist mir aber auch im Nachhinein erst eingefallen. Ich hätte es im Nachhinein gerne doch anders gehabt, weil mich stören jetzt diese... Ach. Diese Rohre hier. Ah, geil, genau das Gleiche sagt er auch in dem Moment. Okay, gut. Da sind wir einer Meinung. Warum? Hier. Mittlerweile gibt es, also in Amerika machen sie es so, die tun die Zuläufe hinten in der Rückscheibe. Ja. Also bohren und montieren ja. Mit einer Lockline. Ja. Das hätte ich auch machen sollen, habe ich nicht dran gedacht. Das ist mein einzigster Kritikpunkt. Kann man aber doch vielleicht sogar nachträglich immer noch machen, oder? Bisschen Wasser ablassen, Loch bohren und dann vernünftig verschließen. Es würde doch noch gehen, oder? Und was generell immer nervt, sind halt so Kabel und so, ne? Aber da kannst du ja wirklich nichts gegen machen. Es sei denn, man geht komplett über die Decke. Oh, das ist auch alles immer scheiße. Das Ganze war hier vorher auch, also wie ich alles zugeschnitten habe, alles in roten PVC-Rohren gewesen. Das war echt zu krass gewesen. Also das Auge hat eigentlich nur auf diese roten Rohre gelenkt. Und das war echt... Glaube ich, ja. Ich glaube, er geht hier nochmal auf die Lampen ein. Hier bis... Komplett LED, so wie ich das sehe. Ist das Kessel oder so? Ich kenne mich mit Meerwasserlampen hier noch gar nicht gut aus. Bis dort, also sind die, sind drei Stück, habe ich gedacht. Also zwei auf jeden Fall in Drop. Dann hier im Shallow noch eine für den Bereich. Sehr gut aus. Aber noch eine zweite in dem Bereich. Da komme ich jetzt aber auch noch zu, wenn ihr jetzt hier die Abstände seht. Also ich habe jetzt sozusagen hier vier Lampen auf insgesamt 140 cm. Und wenn man so sieht, da seht ihr auch schon die Abstände, auch von den Profilen. Was man hier noch machen könnte, auf jeden Fall ist noch eine vierte Lampe in dem Bereich zu installieren. Echt? Okay. Ja, ansonsten, also mit den G5-Lampen bin ich echt mega zufrieden. Wenn die nicht so laut sind? Allein die Mobius-App, also die kann ich echt nur empfehlen. Die Pumpen kann ich steuern über App, die Lampen kann ich steuern über App. Und was jetzt natürlich noch gibt, ist Rückförderpumpe, die Vectra. Und es gibt ja noch die Dosieranlage diverser. Das könnte man auch jetzt alles noch über die App steuern. Ja, da geht sowieso hin. Diese ganzen externen Controller. War eine Zeit lang bestimmt ganz cool, aber auf Dauer muss sowas alles eine App-Funktion haben. Ich gucke nochmal gerade kurz auf die letzten Worte. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr das Video liked. Okay. Ich hoffe, du fühlst dich nicht auf den Schlips getreten, Dennis, falls du das Ganze hier sehen solltest, gesehen haben solltest, dass ich da ein bisschen durchgeskippt bin. Aber 19 Minuten ist auf jeden Fall sehr, sehr lang. Und mich interessiert in erster Linie so die Optik des Ganzen. Ich glaube, vom Handling kann man nur sagen, dass man natürlich mit der Strömung ein bisschen gucken muss, wie man es am sinnvollsten macht, weil es ja eine Spezialsituation ist, erstmal über Eck und dann auch noch so in die Tiefe und so weiter und so fort. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Spezialfall, ist bestimmt ganz interessant. Es muss, glaube ich, schon unfassbar teuer gewesen sein, das gemacht zu haben. Also erstmal die Beleuchtung. Aber in erster Linie, Beleuchtung, klar, ist ein großes Aquarium, braucht man viel Licht. Darum geht es eigentlich jetzt gar nicht, sondern vielmehr die Maßanfertigung von dem Acrylglas in diesem Ausmaß. Ist ja auch wirklich kein kleines Aquarium. Ich weiß jetzt gar nicht, ob hier irgendwo steht,
wie viel Liter das sind, aber das ist auf jeden Fall schon ordentlich. Mit diesem Unterschrank und da wird ja nochmal ein Technikbecken und so weiter mit drin sein und so. Das wird schon ordentlich Kleingeld gekostet haben, ne? Das ist schon krass. Aber ehrlich gesagt, gefällt's mir, auch wenn ich jetzt hier wieder dieses Spaltmaß von der Seite und so nicht so schön finde und so. Das sind so Kleinigkeiten, die sieht man aber später nicht mehr, wenn man das selber besitzt, glaube ich. Acrylglas sieht untoppbar schön aus, solange es gut gepflegt ist, und mal einfach mal von den ganzen Nachteilen absieht, ne? Sieht schon, macht schon an sich einen guten Eindruck, ne? Ja, es macht bestimmt Spaß zum Zugucken. Ich weiß noch nicht, ob der Bereich hier oben mir nicht einfach zu flach ist. Ich kenne aber auch die Maße nicht. Sind das hier 50er Tiefe oder ist das sogar noch flacher? Und was ist das hier? Ich weiß es nicht so genau. Aber trotzdem, sehr, sehr interessantes, schönes Riff. Und Dennis, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du regelmäßiger Videos raushauen würdest. Denn das letzte hier vor 6 Tagen und dann davor vor 3 Monaten, 4 Monaten und so weiter und so fort, das ist zu wenig. Da muss mehr kommen. Da muss ganz klar mehr kommen.